Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nach 6 Jahren Pause gastiert das Nationalteam wieder in Salzburg. Morgen geht es ab 20.45 Uhr im von Unica präsentierten EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland. Ja, bevor wir jetzt mit Teamchef Franco Foda und mit Kapitän Julian Baumgartlinger über das Sportliche sprechen, darf ich an meiner Seite den Gastgeber sozusagen hier in der Stiegl Brauwelt, den Geschäftsführer von Stiegl, Thomas Gerbel, sowie Bernhard Neuhold, den Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, begrüßen. Ja, Bernhard Neuhold, es gibt nämlich sehr erfreuliche Nachrichten bezüglich der langjährigen Partnerschaft zwischen ÖFB und Stiegl zu vermelden. Ja, guten Morgen von meiner Seite. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir hier im Zusammenhang mit dem EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland auch die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Stiegl verkünden dürfen. Es ist eine Partnerschaft, die mittlerweile seit über 20 Jahren dauert und worauf wir uns jetzt verständigt haben, weitere 3 Jahre zumindest Bestand haben soll. Das sind für uns natürlich sehr gute und positive Nachrichten und es ist uns natürlich eine Freude, dies hier in der Stiegl-Brauwelt verkünden zu dürfen. Wir haben ja mit 01.01.2019 unsere Partnerstruktur ein Stück weg versucht weiterzuentwickeln. Wir haben auf den ersten 2 Ebenen, den Premium-Partnern und den Top-Partnern, hier versucht, noch mehr Qualität, Quantität und Exklusivität in den Leistungen zu definieren. Wir freuen uns sehr, dass Stiegl mit uns diesen Schritt mitgegangen ist, dass Stiegl sich dazu bekannt hat, auf der Ebene der Top-Partner aufscheinen zu wollen, was in der Umsetzung bedeutet, dass Stiegl nicht nur beim Nationalteam Präsenzen haben wird, sondern auch beim Frauennationalteam und beim Unter-21-Nationalteam und dass Stiegl auch mit einem digitalen Vermarktungspaket in Kombination auf allen Plattformen des ÖFB transportiert wird. Darüber hinaus wird Stiegl unverändert im Unica ÖFB Cup sich engagieren und hier den Fairplay-Preis präsentieren, was in Summe für uns eine absolut stimmige Geschichte ist und worauf wir uns natürlich sehr freuen, dass wir die nächsten 3 Jahre zumindest weiterhin mit Stiegl hier ein Stück des Weges gehen dürfen. Ja, welchen Stellenwert hat jetzt diese Partnerschaft mit Stiegl für den ÖFB? Für uns einen sehr großen, vor allem auch deshalb, weil die Partnerschaft mit Stiegl sich nicht nur auf den Austausch von Leistungen und Gegenleistungen beschränkt, sondern es Stiegl in der Vergangenheit immer sehr gut verstanden hat, auch Emotionen zu transportieren, was für den Fußball natürlich immer immens wichtig ist. Ist jedem bekannt, wenn es einen Grund zum Feiern gibt, werden Stiegl-Krüge oder machen Stiegl-Krüge in den Stadien die Runde. Wir hoffen sehr, dass wir heuer im November spätestens noch Anlass haben, dies tun zu dürfen, die Stiegl-Krüge wieder herumgeben zu dürfen, weil wir natürlich alle die Hoffnung und Erwartungshaltung haben, bei der Euro 2020 dabei zu sein. Und natürlich auch, was die Stiegl-Fahnen betrifft. Hier ist es aus meiner Sicht in den letzten 10 Jahren gelungen, die Emotionen zu transportieren, sei es bei I am from Austria im Stadion, sei es beim Radetzky-Marsch oder sei es nach jedem einzelnen Tor des Nationalteams. Hier gibt es das Stiegl-Fahnenmeer, das geschwungen wird, das mittlerweile in ganz Europa auch bekannt ist und das in Wahrheit untrennbar mit dem Nationalteam in Österreich verbunden ist. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir diese positive Partnerschaft weiterhin mit Emotionen aufladen können und hier ein weiteres erfolgreiches Stück des Weges zusammengehen können. Danke, Bernhard. Herr Gerbel, was sind jetzt seitens Stiegl die ausschlaggebenden Gründe für die weitere Verlängerung dieser langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft? Dankeschön. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von unserer Seite hier in der Stiegl Brauwelt. Uns freut es total, dass wir heuer hier Gastgeber sein dürfen und hier gemeinsam unsere Partnerschaft verlängern sozusagen. Ja, warum machen wir das? Wir sind ein 527 Jahre altes österreichisches Privatunternehmen. Wir brauen mit überwiegend österreichischen Rohstoffen das ehrliche österreichische Bier für die Österreicher. Und daher liegt es relativ nahe, dass wir versucht haben, vor über 20 Jahren mit dem ÖFB in eine Kooperation zu gelangen. Und das ist uns dann auch gelungen. Und seitdem läuft diese Partnerschaft, so wie es ausschaut, relativ erfolgreich für beide Seiten. Sonst würde man nicht heute da sitzen und das eigentlich auch nochmal verlängern. Das ist einmal so der erste Grund, warum, dass wir das machen. Der zweite Grund, haben wir auch schon gehört, Fußball und Bier, das passt irgendwie sehr gut zusammen.
wenn wir da jetzt 10 Fans haben und die fragen, was da gut zusammenpasst, da werden wir sicherlich sehr positive Rückmeldungen bekommen, vielleicht von dem einen oder anderen Spieler und auch den Trainern möglicherweise auch positive Rückmeldungen dazu bekommen. Also da haben wir auch geglaubt, also das passt einfach auch super zusammen. Und darum sind wir da extrem stolz drauf, dass wir bereits seit mehr als 20 Jahren da so erfolgreich zusammenarbeiten. Die Emotionen, die im Sport einfach sind, sind für uns ein sehr großes Vorbild. Überhaupt der Sport und der Fußball im Allgemeinen sind für uns da ein Vorbild, wo wir versuchen möchten, gewisse Themen auch zu übersetzen für uns in unser alltägliches Geschäftsleben. Ja. Weil zum Beispiel die Emotion und die Leidenschaft. Man muss 100% geben, damit man auch was kriegt. Und das ist einfach auch im Fußball ganz notwendig, dass die Spieler da mit 100% bei der Sache sind, mit Leidenschaft einen Fußball spielen und versuchen zu gewinnen. Und das gilt für uns genauso. Wir müssen uns auch anstrengen, dass wir Emotionen transportieren, dass wir mit Leidenschaft bei unserer Sache sind. Und da ist einfach der Fußball für uns ein großer Vorbild. Und wie profitieren jetzt Stiegl, der ÖFB und das Nationalteam von dieser gemeinsamen Zusammenarbeit und auch mit welchen Erwartungen geht man in die kommenden 3 Jahre? Also ich glaube, wir haben ja alle Aufgaben hier und wir sehen uns ja selber auch und haben auch Erwartungen an uns und eine Aufgabe oder so eine Erwartung an uns, glaube ich, ist ja schon ein bisschen erwähnt worden. Wir sehen halt dieses Aufbereiten im Stadion, die Emotionen ein wenig anstacheln, mit den Fahnen wehen und einfach dafür zu sorgen, dass im Stadion eine super Atmosphäre ist, wo die Fans sich darauf einstimmen können, dass da jetzt ein klasse Fußballspiel kommt und einfach die Mannschaft super unterstützen, ist einmal der eine Part, also diese Emotion bereitzustellen. Dann natürlich das Feiern, ja. Beziehungsweise auch, wenn jetzt da gehen ein Freund miteinander ins Stadion, verbringen eine gute Zeit miteinander, trinken ein Bier miteinander, warten, dass es losgeht endlich, freuen sich, dass er dort geschossen wird und sind einfach auch mit Emotionen dabei und dann, wenn wir gewonnen haben, dann feiern sie auch mit unserem Produkt und das freut uns natürlich auch nochmal sehr stark. Die Erwartungen, die wir in Richtung ÖFB haben, ist, ja, dass wir attraktive Spiele sehen, dass die Spieler auch mit Leidenschaft ihren Job machen, dass man einfach auch das auch zurückkriegt, dass einfach da die Fans auch eine super Unterhaltung haben, dass das einfach gut passt, dass es eine positive Stimmung ist, dass das auch letztendlich der Sport eine Vorbildfunktion hat. Man ist ja ein bisschen so der Gegentrend zu dem ganzen Handywahnsinn, der so passiert, dass man sich einfach auch bewegen kann, dass man motiviert wird, dass man sich bewegt. Ja, und dann letztendlich erwarten wir uns 2 Europameisterschaftstitel und dann Weltmeisterschaftstitel in den nächsten 3 Jahren. 3 Jahre wird sich vielleicht dann nicht ganz ausgehen. Danke, Thomas Gerbel. Gibt es von eurer Seite Fragen an die beiden Herren? Wenn dem nicht so ist, darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dankeschön. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre.